Ich bin da gerade am Überlegen, ob ich nicht vielleicht an das MG rangehen soll und die ganzen Trigene dort erstmal wegholzen. Komm, das werde ich auch mal machen. Dass mir die Typen schon mal so grob nicht mehr auf den Sack gehen können. Es ist praktisch nur noch der Typ da. Die ballern da so ein bisschen auf sich selber umher, die Trigen. Und wir sind ja gleich da. Gut, der... Das ist das Hauptgebäude. Val muss irgendwo da drin sein. Viel Glück bei der Suche. So. Also der Speicherpunkt ist halt gut, sehr geil gesetzt. Das muss man halt mal dem Spiel wirklich lassen. Da haben sie auf jeden Fall... Okay, ich rutsch runter. Da wissen sie halt, was sie gemacht haben. Na. Ja, die mit ihrem scheiß Schild, ne? Gut, die bekriegen sich so. Ich weiß halt nicht, ob die... So, jetzt. Ich weiß halt auch nicht, ob die geblockt werden, meine Schüsse gerade, oder wo, ob die... Vergesst das verdammte Kontrollzentrum. Ja, ja. Es wird völlig überrannt. Da will ich rein. Ich verschwinde von hier. Beeilt euch, Leute. Sehr schön. Jawohl. Oh, doch, sehr, sehr schön. Doch nicht so schön. Also, ich habe genug Muni. Ich glaube, scheiße. Ich glaube, der Typ hat mir da oben so viel abgezogen. Alter, kannst du mal bitte... Alter, guckt euch mal meine Livebar an. Die ist einfach mal... nicht existent. So überhaupt nicht existent. Also es wäre halt ultra geil, wenn ich denn da reinkomme und das ein neues Kapitel beginnt. Ansonsten bin ich RIP, weil ich komme nicht weit. Obwohl, dann ist halt wirklich viel Try and Error. Aber ich denke mal, dass hier gleich ein neues Kapitel kommt, wenn ich da reingehe. Ja, sehr schön. Neues Ladescreen. Sehr, sehr geil. Das heißt, Kapitel 10 fertig, 11 fertig, das ist jetzt 12. Gut, wann habe ich denn gesagt? Wann? 20.35 Uhr oder so? Nicht gerade wirklich viel geschafft. Jack, Val müsste irgendwo in diesem Bereich sein. Von dem Laden ist nicht viel übrig geblieben. Seien Sie doch froh, dann müssen Sie nicht lange suchen. In diesem Komplex waren alte Versuchsobjekte untergebracht. Beeilen Sie sich, wenn die Viecher Val finden, ist sie erledigt. Schon unterwegs. Hui. So. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht ganz so geil, muss ich leider gestehen. Ich habe, glaube ich, eines ihrer Versuchsobjekte entdeckt. Ja. Halt wirklich wenig Progress die geschafft. Das ist natürlich jetzt ein bisschen bitter. Aber na gut, dann ist es halt nun mal so. So, das heißt, ich muss wirklich da oben durch. Durch die große Tür. Da ist er. Die Wärmebild ist halt schon ultra geil, muss ich halt sagen. Der Typ ist unsichtbar. Warum ist der Typ unsichtbar? Wieso kann er sich tarnen? Das heißt, ich werde die Dinge jetzt hier auch... Oh, Alter, ich brauche die Wärmebild. Zum Glück ist das eine Batterie, die sich wieder auflädt. Okay. Gut, egal, ist jetzt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich pro Kapitel vielleicht fünf Dingens krieg. Also fünf Kapitel fertig krieg. Aber gut, es ist halt wirklich. Verstanden. Seien Sie vorsichtig. Da warten bestimmt noch einige Überraschungen auf Sie, von denen vermutlich nicht mal ich was weiß. Ja. Sind doch teilweise sehr, sehr hart geworden, muss ich halt leider zugeben. Jetzt die Kapitel. Wo wird denn überhaupt lang jetzt? Ach, da. Nee. Hä? Da lang? Okay, hier lang. Also von daher, es wird halt... Aber es wird halt schon noch seine Zeit dauern. Nichtsdestotrotz werde ich definitiv nicht auf 10 oder 13 Stunden oder sonst irgendwelche Stunden kommen. Vielleicht auf 6.
denke mal, mit 6 Stunden werde ich hier irgendwie das Game dann abschneiden. Und das ist eigentlich für ein Spiel, was ich auf normal spiele, als Blind, was auch relativ schwer ist, muss ich halt wirklich gestehen. Also ich mag so eine Herausforderung, davon ab. Nichtsdestotrotz ist es doch relativ schwer für ein Game, aber das kennt man ja, IGI war ja ähnlich schwer. IGI 1, IGI 2. Hä? Bin ich doof? Ich glaube nicht, dass ich auf so ein Fass da schießen muss. Scheiße, ich sollte mal weniger damit umherböllern. Da ist Exit. Nee. Hä? Auch nicht? Muss doch. Oder bin ich jetzt einfach nur getrappt? Aber das glaube ich nicht. Weil oben kam ich ja auch nicht weiter. Achso, Moment mal. Nix. Ich habe jetzt gedacht, dass ich da vielleicht durchfallen muss, aber ist auch ein Satz mit X. Ich kann hier auch nichts aufmachen. Hä? Was wollt ihr jetzt hier machen? Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Ich komme hier halt nicht... Oh, nee, die Tür war ich. Ja, gut. Ich würde sagen, bevor ich lange umhersuche und ihr das miterleben muss, ich schneide hier raus. Also bis gleich. So, Leute, viel braucht ihr nicht rausschneiden. Man muss einfach nur die Augen aufmachen, dann sieht man auch schon, was man machen muss. Und zwar ein bisschen aufräumen. Und das reicht auch schon. Da haben sie aber sauber versteckt, muss ich sagen. Da geht's jetzt runter. Na komm. Und dann hier wahrscheinlich wieder hoch. Oh. Oder was auch immer, wo es denn hingeht. Ich habe keine Ahnung. Nee, da geht man immer noch weiter. Und ja, bisschen die Augen auf und dann funktioniert es auch mit den Nachbarn. Eieiei, Gott, mit dem Suchen oder sowas war ich ja nie so der Beste. Gut, Ungeduld und sowas. Halt eigentlich eher weniger. Okay. Das war normale. Na ja, gut, ist das jetzt. Muss ich jetzt den ganzen Weg dann zurücklaufen wieder? Okay, da haben wir nochmal Dingens gehabt. Ja, komm. Gehen wir damit durch. Jack, seien Sie vorsichtig. Crow hat einige Elite-Einheiten in das Gebiet abkommandiert. Denen würde es sicherlich nichts ausmachen, neben den Trigenen auch noch sie zu töten. Ich weiß. Aber dass die P90 halt so krass ist, ne? So, dann kommt man noch hier durch. Ha, geht doch. Ha, hervorragend. Hä? Macht ja so überhaupt keinen Sinn. Hä? Nee, ist der falsche Weg. Was steht denn? Da stand der groß. Exit. Müsste ich ja eigentlich auch hier durchkommen, ne? Ja. Okay. Level 2. Da haben wir einen Fahrstuhl, den werden wir auf jeden Fall benutzen. Hoffe ich zumindest. Level 3 sogar. Ja gut. Spiel ist gespeichert. Das heißt, wir sollten eigentlich gut unterwegs sein, würde ich jetzt mal schätzen. Keine Spur von Carver. Ich lasse jetzt die Bereiche 3 bis 7 absuchen. Verstanden, Team Mantis. Melden Sie sich, sobald das Gebiet gesichert ist. Verstanden. Geht aber tief nach unten. Aber Far Cry... Da drüben. Ja. Fress Blei! Also Far Cry 1 macht halt schon ultra Laune. Ist alles okay? Muss ich dazu sagen. Also wenn Far Cry 1 halt ein Remaster kriegen würde... Okay. Team 2, ihr sichert weiterhin diesen Bereich. Wäre halt schon geil. Muss ich sagen. Es wäre halt wirklich schon geil. Aber siehst gut. Du das auch? Nein. Aber das wird's wahrscheinlich... Was war das? ...nie bekommen, das Game. Ah! Alter, die ist halt so krass. Siehst du was? Hä? Hier war doch gerade eine. Also ja. Was zur Hölle? Jo, Alter, die haben auch die Dingens. Sehr schön. Das heißt, ich kann auf G36 halt wechseln. Weil die halt auch die G36 Munition haben. Nein? Kontakt verloren. Ja. Das heißt, wir können jetzt G36 böllern. Und das ist aufgebaut wie ein Labyrinth, na super. Oh.
So. Und hier haben wir immer Panzerung mit. Klar, es ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Was zur Hölle? Oh. So, zack. Es ist halt wie ein Laserstrahl, ne? Es ist halt wie ein Laserstrahl-Ding. So, nichtsdestotrotz ein bisschen CSGO-Aim und dann passt es. Da läuft nur eine. Ja gut, im Endeffekt so schlimm sind die Dudes jetzt hier nicht. Muss ich dazu sagen. Jo, der schon. Weil ausgerechnet der Typ hat natürlich wie ein Raketenwerfer, ne? Bist du Sau. Wir hatten ein Snipergewehr. Das ist auf jeden Fall der Falsche. So. Das ist der Falsche. Das ist das Tor, denke ich mal, wo ich rein muss. Durch muss. Laut Pfeil. So. Und da ist der Dude. Die Frage ist halt, komme ich da überhaupt durch? Hallo? Nein. Das heißt... Ah, Keycard. Sehr schön. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich durch das Türchen, um da hinten die Dinge jetzt aufzumachen. Korrekt? Ja. Und nehmen wir die P90. Da kommen wir nicht rein. Speicherpunkt ist halt immer was Gutes. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Hi, na? Ey, bleib hier. Alter, bleib doch hier. Alter, willst du mich verarschen? Bleib hier. Ich brauch deine Mumpeln. Ey, rennt der von mir weg? Da durch da. Wie die Panzerung haben. Interessant, dass wir halt doch relativ wenig Leben verloren haben, muss man dazu sagen. So. Aber die P90 geht halt ultra ab. Oh, da sind wir schon draußen. Cool. Das heißt, wir haben diesen... Ja, aber das ist ja auch Schwachsinn. Wo sind wir denn überhaupt hin? Wir müssen... Ach, darüber müssen wir. Alles klar. Ja gut, das sollte jetzt eigentlich jetzt nicht so das Problem sein. Es wäre natürlich geiler gewesen, wenn wir jetzt das Snipergewehr mitgenommen hätten. Was ist das? Aufzug? Was für ein Aufzug? 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 Hm. Es wäre halt wirklich geiler, wenn ich von da das Snipergewehr mitgenommen hätte. Gut, die bekriegen sich da alleine. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ach, Aufzug. Aufzug nach unten? Nee. Wir machen Risky Move. Wir haben ja dann einen Speierpoint gehabt. Das heißt, wir so rennen jetzt einfach tot. Einfach mal todesmutig. Hier durch. Oder auch nicht. Ich könnte den Dingens auch nehmen, ne? Rein theoretisch. Ich könnte den Stapler nehmen, aber der... Ich könnte auch... Eigentlich könnte ich hier unten lang gehen, ne?